Hast du was für mich, Bonnie? Ja, ich habe den Fahrer identifiziert, der dich attackiert hat. Jonathan Tankel, 124 Industry Way. Na, fantastisch. Komm her und klär Mac und Elena auf. Ich untersuche das. Okay, Kumpel, berechne den direkten Kurs. Untersuch den Schuppen nach Personen. Ich will wissen, was mich erwartet. Nichts, er ist leer, Michael. Die Tür ist noch nicht einmal abgeschlossen. Sie kommen leicht herein. Ja, zu leicht. Aber es könnte ja eine Falle sein. Ortest du chemische Verbindungen oder sowas? Ich orte eine hohe Konzentration Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel gleich hinter der Tür. Und das heißt? Schießpulver. Schießpulver. Na schön. Öffnen wir die Tür also von hier aus. Wir fahren rein, aber sicherheitshalber mach die Fenster zu. Noch eine Überraschung? Sieht nicht so aus. Das kann nur ein Profi da angebracht haben. Wir wissen nur, dass es Tankel nicht gewesen ist. Richtig, Michael, aber wer dann? Vielleicht jemand, der für Tankel gearbeitet hat. Einer, der weiß, dass ich immer noch am Leben bin. Vielleicht jemand, der sich mit Tankel unterhalten hat. Tastet die obere Seite ab, vielleicht ist da eine Notiz eingedrückt. F. Lurani steht hier, sagt Ihnen das etwas? Ja, klar doch. Fredo Lurani, ein Killer mit Sonderklasse. Kit, er wohnt auf einem Boot. Das könnte irgendwo an der Küste sein. Nicht verzweifeln, Michael. Ich habe noch etwas, was eine Adresse sein könnte. Slip 202 Bayshore M. Das ist es, Kumpel. Bayshore Marina. Slip 202. Also los. Kommt. Knight Rider.